Glück auf. So, mal ein kurzes Zwischenvideo, so hier, bevor ich dann ganz wieder da bin. Was ist denn da mit der Bild-Zeitung los? Ey, die drehen ja nur noch am Rad. Ey, jetzt gucke ich da rein, ja, dann sind sie dem Gramotzis, schon am Fragen. Und, sind sie schon verbrannt? Haben sie schon Angst, verbrannt zu werden? Verbrannt, verbrannt, verbrannt? Wo sind wir denn hier? Im Mittelalter, bei der Hexenverbrennung oder was? Die erste beste nehmen wir und gleich wieder drauf? So ein Schwachsinn. Ey, geht mir voll am Sack. Was haben die denn erwartet? Dass er dann 48 Stunden ein Weltmeisterteam auf die Beine stellt? Also alle seine Antworten in den bisherigen Interviews waren super. Der hat Bock drauf zu trainieren. Die Jungs, ne, die geben auch, was sie können und bla 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 bla. Und da muss man immer ein bisschen abwarten. Meine Güte, ey. Weiß jeder, dass man keine Zeit mehr hat abzuwarten. Aber naja, also jedenfalls einen Punkt geholt in Mainz. Ob das zum Aufstieg reicht, ha, zum Aufstieg, zum Verbleib in der ersten Liga reicht, vielleicht nicht. Ja, aber wenigstens lass den Mann doch mal in Ruhe, ey. Und haben sie schon bereut? Und diese Sticheln, ne? Das ist ja, das kotzt mich an, ey. Naja, nervt mich tierisch, sowas, ja. Aber, naja, gut, was will man erwarten? Bild-Zeitung. Jedenfalls viele Grüße und vielleicht gehe ich heute kurz online mit meinem Kollegen und stelle den euch vor. Dann könnt ihr mal Fragen stellen, was er vom Fußball hält oder die Amerikaner oder was er vom Football hält oder so weiter und so fort, ne? Also gegen 12 Uhr mittags könnte das dann eventuell stattfinden. Schauen wir mal. Der hustet da gerade rum. Der war gerade ungefähr eine Dreiviertelstunde am Klo. Unglaublich. Unglaublich. Wahrscheinlich hat er sich verbrannt. Okay, ja, bis später. Tschüss, Glück auf.